mit oh, Moin Moin YouTube. Hier ist wieder euer Team GVM. Heute mal erstmal nur in Form von mir. Und ja, ich bin gerade aufgestanden. Ich werde mich jetzt fertig machen, duschen, Deck einpacken, zum Bahnhof fahren und dann geht's ab nach Lübeck. Weil heute ist in Lübeck Verkaufsoffener Sonntag und da findet eine Regional statt, an der wir natürlich auch teilnehmen werden. Bis dann. So, hier bin ich wieder. Nach dem Duschen, nach dem Frühstücken, alles. Und nach dem Sachenpacken natürlich. Und natürlich haben wir auch am Start unser schönes Team-Trikot. Und dann machen wir uns gleich mal auf den Weg zum Bahnhof, ne? So, wir sind jetzt in Lübeck. Ich habe ein bisschen verplant, dass wir im Zug noch ein bisschen filmen. Und der Christoph ist auch dabei. Hey, yo! Und ja, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Gandalf. Denn da ist die Regional. Und ja, ich spiele heute noch einmal Trudeiko. Nächste Woche Greifswald, weiß ich noch nicht. Trudeiko die meisten natürlich. Quali. Und Christoph spielt Trudeiko Dino. Trudeiko Dino. Und ja, wir filmen bestimmt in der Location. Vor der Location. In Gandalf dürfen wir nicht filmen, nochmal kurz. Und jo, bis gleich. Beim Gandalf und wie es aussieht, ist hier noch zu. Wir sind natürlich zu früh. Verkaufsoffener Sonntag, 13 bis 18 Uhr. Also ist ab 13 Uhr erst Anmeldung und es ist jetzt Viertel nach 12. Wir gehen jetzt schön was essen und ja, sind dann gleich wieder hier, ne? So, Gandalf hat ja noch zu, deswegen sind wir noch kurz bei Back Factory was essen, ne Christoph? Jo, schön ein bisschen Mittag, Frühstück, irgendwie sowas und dann werden wir gleich nochmal zum Gandalf hin und dann wird endlich ein bisschen geballert. Ja, erste Runde ist vorbei. Ich habe verloren gegen Sparrel, Full Force Sparrel natürlich, er fängt an mit Drohnen und alles. Würfelwurf gewonnen, ich wusste nicht, was er spielt, bin Second gegangen, weil ich dachte, ich kann da was machen. Hab zwei Topf der Begierden statt angehabt. Nix, hat er mit Drohne angefangen, blablabla, voll durchgezogen, komplettes Board. Was habe ich nachgezogen? Kein Diagramm habe ich gehabt, auch keine Landform. Deswegen konnte ich so gut wie nichts machen. Und ja, 0-1, Christoph. Ja, auf Spiral, aber 2-1 verloren. Knapp, sehr, sehr knapp. Interessantes Deck auf jeden Fall. Gut, dass es ab morgen. Ja, ab morgen ist ja nicht mehr so ganz krank. Und wie wir gesehen haben, ist hier eigentlich auch nur Spiral und Pendel und ein paar Trudeiko-Decks. Also wir beide und noch einen habe ich gesehen, der Trudeiko spielt. Und ganz viel Invoked. Ja, und Victor spielt sein Handtraps Invoked, so wie ich das gesehen habe, von der YCS London. Und wir werden mal weitersehen. Jetzt erstmal kurze Pause und dann Runde 2. Ja, Runde 2 ist zu Ende. Ich habe gewonnen, stehe jetzt 1-1. Ich habe gegen Invoked Handtrap gespielt und da kommt ein Bus. Ja, der Bus ist jetzt weg und Christoph hat. Ich habe gerade verloren gegen Magic Pendulum Trudeiko. Das war ein ganz komisches Deck. Pendulum Trudeiko habe ich auch noch nicht gesehen. Auf jeden Fall mal gucken, was die nächste Runde bringt. Und ja, wir wollen natürlich noch weiter. Ich hole mir hier auf jeden Fall meine Quali. Du musst jetzt einer. Muss mal gucken, überall Spiral an jeder Ecke. Eben habe ich auch nur durch meine ganzen Handtraps gewonnen, die ich dann zum richtigen Zeitpunkt gezogen habe, natürlich. Ja. So, vierte Runde ist vorbei. Ich stehe jetzt 1-3, habe wieder gegen Spirals kassiert. Und Christoph, Christoph, guck mal schnell. Wie stehst du? Christoph. Keine Zeit. Schon wieder im Bus. Christoph steht jetzt 0-4. Habe fast einen Draw geholt gegen Invoked Handtraps. Und ja, wir warten auf die fünfte und letzte Runde. Und ja, Johannes, was hältst du von der Location an sich hier, Gandalf, erstmal? Richtig gut. Ich war noch nie hier. Das ist ein richtig schöner Laden, den die Lübecker da haben. Ja, also ich war schon hier zu Sneak Peek von Maximum Crisis. Und ich finde es, jetzt sind sogar noch mehr Leute da. Ich finde es ein bisschen eng, muss ich sagen. Ansonsten auch ganz cool. Und hast du eine EM-Quali schon? Nee,
Das ist meine erste Original dieses Jahr. Möchtest du die hier holen, die AM Quali? Okay, wäre ich mir zufrieden. Ja, du spielst Spirals, wenn man das jetzt schon mal sagen kann. Ja, wie kommst du mit dem Deck zurecht und wie findest du es? Also, ich spiele heute der letzte Tag, bevor die Bandlist in Kraft tritt. Mhm. Und die Gefahr ist, dass du breakst, weil du sehr viele Handtraps spielen musst im Spiral-Format. Das ist so ein bisschen das Negative. Und mal schauen, wie es dann ab morgen sein wird. Ich habe schon ein bisschen getestet. Es ist halt sehr, sehr anfällig. Ne? Allerdings, weil du eben noch eine Drohne hast, nur noch einen Quick-Fix. Die Drohne hat ja auch ermöglicht, über alles rüberzukommen. Mhm. Und da musst du ein bisschen umdenken. Also wirst du Spiral auch weiterspielen nach der Bandlist? Ich teste mal, ich habe aber auch bloß noch Infernoid eigentlich, oder Lightspawn. Infernoid? Ja, Infernoid habe ich auch in Greifswald letztes Mal gegengespielt und sind wir gleich bei Greifswald. Bist du nächste Woche in Greifswald? Ja, selbstverständlich. Dann sehen wir uns natürlich nächste Woche in Greifswald wieder und wenn du da bis dahin deine Coin noch nicht geholt hast, denke ich mal, wirst du sie da holen. Das ist auch mal. Und ja, mal gucken, mal schauen, was ich spiele. Also wir sehen uns nächste Woche wieder denn und danke fürs kleine Interview.